Was können wir tun, um Temperaturen, wie sie uns auch dieser Sommer beschert hat, besser auszuhalten? Unser Reporter Raik testet eine Erfindung, die schnelle und lange Abkühlung verspricht. Früh, 10:30. Wir haben es schon 26 Grad allein hier drin. Bis zu 30 Grad sollen es heute noch werden. Es ist verdammt warm an diesem Sommertag. Normalerweise kühle ich mich so ein bisschen mit Ventilatoren ab oder gibt auch mal hier und da ein Eis. Das ist natürlich immer nur bedingt praktisch. Habe ich aber Post bekommen. Das war diese schöne Erfindung hier. Eine Weste. Es ist die Erfindung von Sabine Stein und Gabriele Renner aus Ulm. Sie entwickelten ein Material, mit dem sie Kühltextilien für verschiedene Körperbereiche fertigen können. In einem Video-Interview erzählt Gabriele, wie ihre Idee funktioniert. Wir brauchen nur Wasser und Luft. Und im Endeffekt wandeln wir die Hitze sozusagen über unser Material in Kühlung um. Das geht natürlich nur dadurch, dass wir so eine 3D-Technologie entwickelt haben, die Wassermoleküle auf einer riesigen Oberfläche speichern kann. Mit ihrer patentierten 3D-Technologie entsteht ein Vlies, das durch seine Struktur besonders viel Feuchtigkeit speichern kann. Das Vlies wird nass gemacht. Durch die Körperwärme des Trägers und die Temperatur der Umgebung verdunstet das Wasser. Dabei wird Wärmeenergie an die Umgebung abgegeben. Auf der Haut entsteht sogenannte Verdunstungskälte. Im Prinzip wie beim Schwitzen, nur dass der Körper selbst nicht nass wird. Wie lange kann mich denn jetzt die Weste zum Beispiel oder das T-Shirt denn überhaupt kühlen? Also im Normalfall hält es den ganzen Tag oder Arbeitstag, sagen wir mal so. Also bis zu 10 Stunden haben Sie normalerweise immer eine Kühlung. Länger als das bisherige Kühltextilien können. Das will Raik ausprobieren. Hier drin, ich mir sagen lassen, sind Fließpolster eingenäht an einigen Stellen, nicht überall. Also hier ist nur dünner Stoff. Und dieses Vlies muss man jetzt irgendwie noch aktivieren. In der Anleitung heißt es, man soll das Vlies etwas nass machen und dann die Weste kurz in ein Handtuch einrollen. Ich würde sagen, ich ziehe sie mal an. Man merkt auf jeden Fall schon, dass sie kühl ist. Erst mal angenehm. Okay. Sie ist sehr eng anliegend. Was aber gut ist, weil dadurch habe ich die Kühlflächen ja auf dem Körper und kann auch was von der Kühle merken. Es fühlt sich erstmal nicht schlecht an. Ich merke auch was von der Kühle. Ich habe noch meine Zweifel, ob das wirklich 8 Stunden hält. Ich glaube nicht dran. Eine Woche wird Raik die Weste jetzt tragen beim täglichen Weg zur Arbeit. Ich muss sagen, es war beim Fahrradfahren ein sehr angenehmes Gefühl. Es war tatsächlich leicht kühl. Und im Büro, ein Arbeitsplatz, an dem es keine Klimaanlage gibt. So, 8 Stunden Arbeit sind rum. Ein Großraumbüro bei zwischenzeitlich 28 Grad. Und ich muss sagen, die Weste hält super kühl. Also ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, gut erfrischt zu sein, mich auch gut konzentrieren zu können. Das T-Shirt, was ich darunter trage, ist weder nass geworden, noch irgendwie feucht oder ähnliches. Die Nässe der Weste ist auch wirklich in der Weste geblieben. Fürs Büro, cooles Ding. Die nächsten Tage gucken wir mal, wie es so ist, wenn man draußen unterwegs ist. Aber könnte man sich beim Tragen der Weste auch unterkühlen oder erkälten? Raik ist mit Dr. Markus Köhler verabredet, um herauszufinden, was ein Mediziner von den Kühltextilien hält. Im Prinzip übernimmt diese Weste dann ein Stück weit das Schwitzen und der Körper würde jetzt
mit der Thermoregulation das so regulieren können, dass ich da jetzt keine Gefahr sehe, weil der in der Weste jetzt keine aktive Kühlung stattfindet. Man könnte sich jetzt beispielsweise ältere Leute mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorstellen. Gerade große Hitze ist auch für den Blutdruck nicht gut. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Kühleffekt für diese Personengruppe durchaus eine Unterstützung darstellen kann. Auch für Leute, die bei hohen Temperaturen körperlich anstrengende Tätigkeiten verrichten, ist die Erfindung nach Aussage des Mediziners geeignet. Reik testet das bei der Gartenarbeit in der Mittagshitze. Ja, 7 Tage sind rum mit der Weste und ich muss sagen, ich bin durchaus positiv überrascht. Die Weste hält länger kühl und besser kühl, als ich am Anfang erwartet habe. Ich habe sie gerne getragen, egal ob drinnen oder draußen. Es war immer ein angenehmes Gefühl und ich finde, das ist durchaus alltagstauglich. Na, das war doch erfrischend, oder? Fandet ihr auch? Dann lasst uns gerne ein Like da oder schreibt es in die Kommentare. Und eine Erfindung, die bei Hitze auch ganz nützlich sein kann, die gibt es in diesem Video. Aber wenn ihr möchtet, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Erfindung mehr.